Es ist Frühling, nur trägt er noch das Gesicht des Winters. Die Menschen wollen wieder spazieren gehen und in Cafés sitzen. Das Café Ronja im Herzen der KTV in Rostock richtet sich darauf ein. Es wird fleißig Kaffee geröstet. Sogar ein spezieller Frühlingskaffee ist im Sortiment. Doch was interessiert Herrn Kleinschmidt eigentlich am Kaffee? Das hängt mit den Aromen zusammen. Also ich interessiere mich für Aromen. Also Kaffee, Parfum und Schokolade. Die haben einfach diese Produkte haben am meisten Aromen. Ich habe natürlich schon privat zu Hause viel Kaffee getrunken und für Freunde Kaffee gemacht. Und in dem Moment, wo der Kaffee, also das Kaffee zubereiten, wichtiger wird als das Bierflaschen öffnen, da merkt man dann schon und dann sagen die Freunde eben auch, Mensch, mach doch einen Kaffeeladen auf, aber nerv uns hier nicht andauernd mit deinem Kaffee. Wir rösten traditionell im Trommelröster, das heißt, der rohe Kaffee kommt oben in die Trommel rein. Hier unten gibt es eine Heizquelle, das ist in dem Fall Gas. Und dann wird der Kaffee, diese rohe Kaffeebohne wird circa 15 Minuten bei 200 Grad geröstet. Und dann kommt er hier raus und fällt in diese Kühlung. Der aromatische Frühlingskaffee ist nicht leicht zu rösten. Man benötigt ein besonderes Röstprofil. Also bei dem Kaffee, bei dem Frühlingskaffee, haben wir ein spezielles, ganz genau. Also da, um diese Bergamottaromen richtig zur Geltung zu bringen, müssen wir den ein bisschen kürzer rösten. Muss ein bisschen mehr Pep haben bei einer höheren Temperatur, damit diese süßlichen Bergamottaromen, die, wie wir finden, ganz gut zum Frühling passen, am besten zur Geltung kommen. Dann kommt noch dazu, wenn wir einen Blend herstellen, also eine Mischung, ist es gut, wenn diese ätherischen Öle, die in der Kaffeebohne sind, in diesen verschiedenen Bohnen, wenn die sich vermischen können. Und das geht am besten, wenn er ein bisschen ruhen kann. Mit einer heißen Tasse Frühlingskaffee rückt die schönste Jahreszeit ein Stück näher. Der Frühling kann kommen.